Herzlich willkommen zur vierten Folge meiner Serie zu dem PlayStation-Hit The Last of Us. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass Ellie scheinbar immun gegen den parasitären Pilz ist. Joel und Tess wollen die Fireflies erreichen, um ihnen das Mädchen zu übergeben. Hoffen wir mal, dass sie es schaffen. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Ich hasse diese Dinger. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los. Okay, na los. Hey. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Klettert hoch! Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Scheiße. Sie kommen! Ich weiß! Okay. Du hast da was am Schuh. Eklig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Wie kam es zu dem... Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bist du. Und so kam das. Verstehe.
War Marlene bei dir, als das passiert ist? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Au, scheiße! Sorry, sorry, das war ich. Tess! Sorry. Komm, bleib da bei mir. Mist! Was ist das hier? Ein altes Museum. Die Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Okay, aufpassen, schnell! Los, 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 los! Scheiße! Joel! Ich lebe! Ich werde außen rum gehen. Wir sind hier. Tess! Renn! Renn! Scheiße! Alles okay. Ich bin nur etwas erschöpft. Hier lang. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Vorsicht! Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter.
Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Geh weiter, Kleine. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Na also. Endspurt, Tess. Ist. Ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp!
Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann. Wir gehen hoch. Da kommt man vermutlich raus. Jetzt lauf einfach weiter. Neutralisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Oh mein Gott. Verstanden. Du, Tess. Mach die Tür auf. Du, komm mit. Yes, Sir. Sie werden bald hier sein. Sehen. Da ist eine Treppe. Bleib unten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommt. Wo zum Geier steckst du? Der Tunnel ist sicher, keine Ziele. Ich kann nicht schwimmen. Uns fällt schon was ein. Ellie? Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay. Oh, vorsichtig. Ich hab dich.
Ich hab sie. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Oh nein, Tess hat es nicht geschafft. Jetzt ist Joel alleine für Ellie verantwortlich. Ihr Ziel ist, Joels Bruder Tommy zu finden, denn er kennt die Fireflies. Doch dazu brauchen sie erst einmal ein funktionierendes Auto und das aufzutreiben ist in der Welt von The Last of Us gar nicht so einfach. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid bei der nächsten wieder mit dabei. Bis dahin, euer Otto Normalo.